Oh, Melee Senna machen wir, glaube ich, nicht. Goliath könnte interessant sein, ist, glaube ich, aber nicht so gut. Ich glaube, Back to Basics ist gut, oder? Ich glaube, Senna Ulte ist einfach nicht so toll. Exhaust Ignite natürlich auch stark. Wobei, nehmen wir Exhaust Ignite? Ja, komm. Wir nehmen Exhaust Ignite. Einfach mal schauen. Ich profitiere halt nicht von der Schildstärke. Spirit Link, jo, das ist gut. Boah, wir haben sehr viele Plants hier gerade bekommen. Ja, also Exhaust Ignite sieht mir schon sehr broken aus. So, jetzt lass den reviven. Für extra Seelen. Das hat die Ash gehört und ist einfach erstmal straight weggerannt. Ins Feuer rein mit Ash. Okay, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Jetzt darf ich hier keinen Flame. Ganz wichtig. Jetzt müssen wir nett sein zu allen Menschen. Außer zu Yogi, der spielt scheiße. Und zu Echo. Echo können wir auch wegflamen. Phil, du bist einfach besser als ich. Spiel das erste Mal Arena mit. Ey, Tobi, alles easy, Mann. Hier geht's, wie gesagt, einfach for fun. Jetzt einmal ein bisschen reindaddeln. So. Hier geht's einfach erstmal darum, Spaß zu haben. Gemeinsam den Modus zu spielen. Echo the Specko. Oh, das wäre ein starker Name, Specky. Echo the Specko wäre wirklich stark. Okay, schön Seelen holen hier, Meister Yogon, ne? Ich bin ehrlich, bis jetzt sieht Senna ziemlich stark aus. Ja. Du machst das klasse. Oh, die Seele noch. Ja. Oh, Divine Sandra könnte actually ziemlich... Oh mein Gott, aber sort of the Divine. When you critically strike, burn the enemy for additional physical damage over a few seconds and slow them. Hamstringer? Oh, das ist actually alles gut, glaube ich. Das ist, glaube ich, alles sehr cool auf Senna. Das mit dem Crit, glaube ich, ist sehr... Ich glaube, das hier ist das Beste. Weil man kriegt ja auch Crit dann später auf Senna. Aber Hamstring ist auch sehr cool. Ja, wir spielen mal Hamstring. Einfach, weil das, glaube ich, witziger ist, das zu spielen. So, jetzt spielen wir gegen Echo the Specko. Oh, die Map ist sehr, sehr belastend für uns. Krapfen.
Was? Da ging dir schon der Revive durch? Ich hab einfach 6. Achso, der Revive ging schneller wegen. Nee. Ich habe einfach 6 Blobs benutzt, damit er die Lee Sin Q tankt. Auch geil. So, okay, gehen wir für Random Marksman Item? Ja, gehen wir. Oh, Essence Reaver ist natürlich gut, ne? Essence Reaver ist natürlich sehr gut, ja. We go for it. Ja, ich muss sagen, Feel the Burn ist schon krass stark. Exhaust Ignite auf Gegner raufpacken ist schon sehr, sehr stark. Flex, Flex, Skrr, Skrr. Eno, Grüße. Ah, 3 Schwerter wie Zorro. Oh Mann, ja, das kann ich leider nicht machen, du. Oh, das ist auch interessant. AI Kraken oder was anderes? Kraken ist gut, aber ich würde gar nicht On-Hit-Ash spielen. Tobi. Ich würde die Poke-Ash spielen. Oh mein Gott. Oh. Das war ganz schön knapp. Also gegen Lilia Fiora wird hart, ey. Gegen Lilia Fiora wird hart. Ja, ich glaube auch, W auf Fiora ist immer bad. Nimm ich einfach mal Impassible mit Glacial Augment. Every third attack. Nee, ich glaube, ich nehme twice, thrice. Ist, glaube ich, schon das Beste für mich. Oh, das ist insane. Spirit Link mit dem. Ja, das ist sehr insane. So. Wer ist denn noch 100 hier? Oh, Gragas Yasuo, auch interessante Kombo. Das hier ist auch sehr gut zusammen. Okay, Shen Akshan. Mir fällt gerade auf, ich habe noch nicht einmal geäht. Das ist... Ja, okay, dann nicht. Ey, ich kann nicht die Seele aufsammeln. Okay. Oh, das war die gute Runde. Nice, wir können Prismatic kaufen. Was shoppen wir? Oh, Energized Attack? If your total lifesteal in Omnivamp passed a threshold, gain an aura that heals you for a percentage of any damage dealt to enemies inside. Ja, aber das ist ja bad. Also, das ist ja... Das ist ja bad. Energized Auto-Tags? Ich könnte aber Duskblade gehen. Ah, wir rollen mal. Wir... Scheiße. Na, wir nehmen Demon King's Crown und verlieren einfach nicht. Ist AI mit Kraken gut? AI mit Kraken ist gut, ja. Ich glaube, wir müssen hier engagen gegen die beiden. Ich hab das Gefühl, wir können nicht verlieren. Also, das sieht ja so OP aus. Also, wir sind so stark. Ich habe jetzt schon 92 Seelen. Und ich scale ja einfach immer mehr. Oh, die haben jetzt Chauffeur. Strong. Oh, nochmal mehr Lethality. 100 Seelen haben wir jetzt genau. Damit haben wir 50% Crit, 100 Range und 75 Attack Damage. Let's go, 8. Platz. An der Stelle gute Nacht, Phil.
Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir was. Rinja hauen. Wir beenden das Ding hier mit 100 Leben. Sage ich jetzt einfach mal. Warte mal, ich kann Seelen von dem holen, ne? Ey, du musst... Boah, krass. Warte mal, hat Samira... Invulnerable. Ist invulnerable? Oh, warte mal. Aber ist invulnerable, dass die auch nicht CC'd werden kann? Wenn sie ultet? Oh Gott. Wieso ist sie so schnell? Ne, invulnerable ist ja nicht unstoppable. Warte mal, wir gewinnen das noch. Also das muss ich sagen, ist wirklich OP an Zack. Dass wir so eine Runde gewinnen dürfen. Das ist wirklich... Also das ist wirklich OP einfach nur. Ja. Das ist wirklich einfach nur OP. Aber die sind ja so schnell und... Also seid wie viel? So stark, das ist crazy. Die sind auf uns raufgegangen, haben uns einfach komplett vernichtet. Das ist ja so insane wie Rahm, Alter. Das tut weh. Oh, wir kämpfen nicht. Ja, Chauffeur mit Samira ist auch stark, dann... Aber ich glaube trotzdem, Samira an sich ist jetzt nicht stark. Das ist jetzt halt einfach... Also... Da, dieses Augment ist ja natürlich insane auf Samira. Mit Invulnerable in der Ult. Weil gefühlt ist die einfach unbesiegbar so. Also schaut euch das mal an. Die heilt sich so krass und... Also gefühlt ist sie unbesiegbar. Naja. Vielleicht mit höherer Range. Vor allen Dingen, die ist auch so schnell. Mhm. Oder das ist der Lee Sin, der schon mal gestorben ist. Deswegen sieht der so aus, wie der aussieht. Boah, Satisfying spielt aber auch eine gute Fiora, muss man sagen. Oh, reicht es? Oh, es reicht nicht. Okay. Wir haben immer noch 100 Leben. So, ich will mal kurz was testen, wenn ich Rabadons kaufe. Ist das worth? Ist nicht, glaube ich, ne? Dann kaufe ich mir... Hellfire Hatchet? I guess? Oh, Gunblade könnte ich mir kaufen. Boah, Gunblade. Oh mein Gott, ja, Gunblade. Oh, 580. Ja, Gunblade ist gut. Gunblade ist gut, weil ich, ich habe ja hier A-Pad. Also, ich mache AP zu AD.
Also der Pike ist ja mal so hart gekauft. Ist ja unglaublich, wie hart gekauft der Pike ist. Well played, Yogi. Gemacht. Gut gearbeitet. Dann gehen wir jetzt hier noch für AP. Weil unser ganzes AP wird halt zu AD, ne? Ja, Gunblade ist krass. Gunblade ist ein richtig guter Call gewesen. Okay, jetzt spielen wir gegen Fiora Lilia. Gegen die haben wir nur ganz, ganz knapp gewonnen. Aber jetzt auch lange nicht mehr gespielt. Ah, ich habe getrollt mit dem Exhaust Ignite. Viel zu spät benutzt. Ich hatte leider kein Flash ready. Ah, das haben wir verloren. Fuck. Ah, da hätte ich besser spielen können. Früher Exhaust igniten. Na gut, richtig weg kam ich von der Fiora leider nicht. Oh mein Gott, Fiora hat Gamba. Gamba Anvil. Das heißt, sie kriegt einfach nur, sie kauft sich nur Prismatic Items. Das ist halt insane. Das ist halt insane. Oh, Samira lädt auf. Das heißt, sie macht nochmal mehr Schaden dann. Ich bin ehrlich. Kein Plan, was man gegen diese Samira machen soll. Das sieht so OP aus. Nee, das ist noch nicht gut, so früh rauszugehen. Okay, dann kicken wir jetzt Specko the Nico raus. Noch ein Prismatic Item hinterher. Attacke. Oh, ich könnte die Voidlinge holen, aber ist das gut? Ah, oh, weiß ich nicht, ob das gut ist. Block Lee Sin Q. Samira kann damit dashen, aber... Warte mal. After using an ability, reset your attack timer and gain attack speed for your next few attacks. Attacks reduce your ability cooldowns. Das... Okay. Okay, okay, okay. Das ist so OP auf meinem Champ. Das ist so OP auf meinem Champ. Alter. Das ist so OP. Okay, 70 AP für mehr AD. Okay, wir haben 670 AD. Das muss doch... Also damit müssen wir doch gewinnen. Also das ist ja übertrieben broken. 25.000 Damage hat das eine Item. Haben wir Anti-Heal eigentlich? Ja, haben wir, aber... Weiß auch nicht. 170 Seelen. Oh. Ich habe wieder nicht Exhaust ignited. Ich bin so ein Mad Mowgli. Die Fiora one-shottet mich halt, ne? Ich habe das mit dem Portal schön gespielt. Ich habe das mit dem Portal, habe ich die Lilia-Ult gedodged. Aber das ist ja, also... Also... Die Fiora one-shottet mich to the moon. Brawler's Claw ist natürlich insane auf ihr.
Und die hat halt sowieso nur Mythic Items da noch. Das schmeckt schon ordentlich. Die Lilia hatte halt gerade eben Flash leider, ne? Die wird jetzt nächste Runde keinen Flash haben, wenn sie überhaupt überleben gegen diese Miranami. Was ich noch nicht weiß. Oh, mein Yogi, du kannst Anathemas gleich kaufen. Gegen Samira. Das wäre Stonks. Ich darf Exhaust Ignite nicht vergessen. Das ist so unglaublich wichtig. Gibt es noch irgendein AP-AD-Item eigentlich? Ich weiß gar nicht, was für uns besser ist. Ult da mal rein. Ich kann nicht ulten. Ja, Rageblade, aber Rageblade will ich mir nicht kaufen. Bis dato ging's. Okay. Oh, jetzt meine Ult rausgegangen, lol. Aber ich habe gar nicht geultet. Okay, ich guck mal. Prismatic Items, was kann ich mir kaufen? Oh, das wäre natürlich insane gewesen. Gale Force? Naja, machen wir nicht, glaube ich. Ich könnte Crown gehen. Um ein bisschen mehr auszuhalten. Aber tatsächlich gibt es nichts, was ich verändern möchte überhaupt. Ich hätte Potion sollen wahrscheinlich. Okay, Exhaust Ignite, Exhaust Ignite, Exhaust Ignite. Ich habe Flash Up. Hat Samira Flash Up? Nein, Samira hat kein Flash Up. Seth hat mich getötet, Mann. Sonst wäre ich ins Portal gekommen. Ich habe übel Damage gemacht. Ich habe sie übel outranged. Und von da wieder nach oben springen. Ja, gutes Play. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, sie ist unbesiegbar, wenn sie ultet. Wir konnten ihr kein Damage mehr machen. Ja, das ist halt krass, ne? Das ist halt krass. Wir hatten sie da fast. Wir hatten sie da fast einmal gerade. Aber das ist ja insanes Augment auf Samira. Das ist ja unwinnable für uns. Krass. GG.